Digga, die Mates wieder. Ich will es gar nicht anschauen. Alter Schwede, schau es dir ja nicht an. Oh nö. Hey, jetzt haben wir Jumpy und Stumpy. Obi-Wan kommt nicht vergewaltigt. Jumpy ist Luke, was ist los? Er wollte über mich drüber springen und ich habe das Bein abgesäbelt, wie sein Vater. Unglaublich. Der Sith control everything. Hast du gedacht, ja? Ja, natürlich! Und da machen sie beide Machtstoß auf mich. Ich hab's ja gerade gedacht. So richtig Kinderfort. Ihr habt euch gedacht, auf einmal fliegt er weg. Mein Gott, ist der schlecht. Digga, die hat meinen Schock nicht abbekommen. Monika und Dooku zieht einen außergewöhnlichen Amoklauf durch. Kein Rennen für dich. Digga. Das ist auch so böse, ne? Wenn ich meine Schwäche enthüllen mache, ich kann er nur noch laufen. Und beim Blocken kann er gar nichts mehr machen. Aber dann komm, sind tot, bevor ich da bin. Oh, Luke. Mach Machtschub, mach Machtschub. Hallo, mach Machtschub. Ah, mach Stampfer. Danke. Oh mein Gott. Ah ne, das ist ein anderer. Das ist, ach Digga, das ist sogar... Jumpy ist raus. Oh. Ja moin. Er denkt sich sowas. Stampfer einfach gesetzt. Digga, der Typ denkt sich einfach so, was ist das für ein Noob? Er schlägt einfach auf mich ein. Ich denke mir so, Digga, warum kassiere ich jetzt? Jetzt wird es Zeit, ein bisschen Gas zu geben, ich bin ein Maul. Ich stelle mir gerade so vor, so richtig Heavy Metal Musik dabei. Die Doom Musik. Der. Gott, die arme Drecksau. Sie hat nichts mehr gesehen, genauso wie ich. Ach Digga, ich hab gar keinen. Ich dodge hinter ihn, ich denke mir, ich hau Würgel von hinten weg, ich hab gar keinen Würgel frei. Zwei Gegner noch. War ich das etwa? Renn! Digga, Maul ist wie so ein Bluthund, Alter. Lass unsere Maid in Ruhe! Falscher Mord? Nein! Oh, links, der Luke. Geh mal wieder zurück. Wo sind? Oh. Digga, der Aiden ist erster Platz, weil die Gegner zwischen sterben und dann mit dem Draufbomben die weißen Brille macht. Digga, was ist denn das für eine Runde? Bro, du hast ganz andere Sorgen. Guck mal hinter dir, Alter. Taucht schon. Wahnsinn.
habe viel von dir gelernt. Schau, wie ich wirbeln kann. Sehr gut. Wirbel weiter. Du Runter lässt mich nicht wegwerfen dürfen. Yes, meine Idee hat funktioniert. Mein Kill, du Hundsohn. Scheiß Spidey. Digga, wenn die gebumst. Oh, naja. Der weiß gar nicht, was hier passieren wird. Okay, der hat vielleicht den Score nicht angeschaut, denke ich. Ah, der hat angetäuscht, du Hundsohn. Au. Der macht einfach einen Sprungschlag. Ich fühle mich wie so ein Hund mit Tollwut gerade. Ich metal hier gerade einmal so durch an meiner Kühn. Da hinten sind wir noch. Hallo! Und ne, ja, doch noch da. Hätte ich die Sternkarte drin, ja, wäre tot gewesen. Absolut tot gewesen. Boah, ist der krass, Alter. Boah, ist der krass. Er ist tot. Der ist wirklich erster bei uns geworden, unglaublich. Ja, da das Vorteil gegen Imbi über ist, dass sie halt permanent Schaden machen kann. Und die kommen ja nicht mal an sie ran, weil wir die ganze Zeit da sind auch. Ja. Die blocken allein schon die ganze Zeit, weil ich draufblitz permanent. Und dann noch so ein Psychopath wie du draufschlagen, du Digga, die hockt einfach hinter uns und schießt ganz sekundär rein. Die schaut einfach nur zu, wie sich das Chaos ausbreitet, Alter. Wie die Scheiße im Dampfen ist. Wirklich fast jeder, wo gerade reingejoint ist, ist wieder rausgegangen. Dann gibt's solche wie uns, Alter, vorhin auf Genosis, Digga. Wir kommen rein und drehen fast auf das Match. Hey, ja. Und das auch noch 1-1 am Ende, ne? Ja. Wobei sie ja, ich glaube, 15 Kills oder so vorne waren. Einfach aufgeholt fast. Ach, Digga. Blaster! Nehmt die Gewehre zur Hand! Vielleicht nehme ich doch eher Lichtschwert. Neue Gegner. Müssen wir das einschätzen, die Lage? Jetzt Bumble, jetzt Dungy. Viel zu lernen, du noch hast. Asche halt, du musst. Andere Bezahlung ich nicht akzeptiere. Grüne Lichtschwert-Power! Die haben alle Formen des Lichtschwert, die es gibt. Normal, gekrümmt, Kreuz und Doppel. Ja. Was hat denn der Counter gemacht? Ich habe auch nochmal drauf gemacht jetzt. Links. Der dachte, der kommt einfach so vorbei. Der.
Ober zu den Fett. Mein Gott! Digga, ist geil, keiner auf mich! Bobo schießt auf mich, dann kommt Kylo an, dann kommt Boba an, dann kommt nochmal Kylo an. Boba motherfucking fett! Ausdauer mehr! Dort. Von hinten Wader. Okay, ich muss Thunder nehmen. Ich werde blasten. Ich werde rein blasten, was zirkelt. Anyways, I started blasting. Holen wir uns um. In der Stampfattacke? Genau, einfach an alle vorbei und geht's weniger. Endlich mal direkt bei dir gespawnt, ey. Geht doch. Anakin hat eigentlich Count besiegt. Mit der Macht der Freundschaft. Ganz viel Liebe. Ja. Vader kommt zu mir, zum Berg. Sind alle anderen bei mir hier? Oh, die schmeißen mich in deine Richtung, GG. Wait! Dreh dich doch um, du Idiot! Er schießt zum Berg runter, checkt er, dass hier Vader ist! Ja, der wirklich gedacht, der kann einfach wegspringen oder was? Wenn ich schnell Feuer haben. Ich komm an und sehe, wie Chewbacca halt einfach voll auf dich geschissen hat, Alter. Ja! Digga, komplett lost, der Typ! Der spielt ohne Sound. In uns! Ja. Hinter mir. Komm, Sir. Der will meine Ace. Wir sind alle. Lass ihn in Ruhe. Ich bin tot. Ich versuche mich gerade einfach nicht über die Mates aufzuregen, wie scheiße die schon wieder sind. Ich werde von den. Wow. So krass gerade, ich habe so den Ulti dich fast gerettet. Wollte die gerade alle ficken. Und dann kommt von hinten Vader. Eine Fassler? Irgendwann habe ich weggebumst, Kylo. Sehr schön. Wait, wollte schon wieder von dem kommt oben sein. Und wieder Kylo, wo hinter mir spawnt. So werde ich wieder sterben, weil der Hurensohn hinter mir spawnt. Also weißt du was, es ist wirklich das allerletzte mit diesen Spawns. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr mit diesen verhurten Dreckspawns. Ich spawne und vor mir ist Kylo! Beziehungsweise alle. Tot? Ich spawn einfach in den Gegnern drinne. Chewbacca ist gerade da gestanden und hat einfach gar nicht geschossen. Hat gar nichts gemacht. Ich spawne einfach bei alle vier Gegnern drinne. Das kannst du dir nicht ausdenken. Vader kommt hoch, aufpassen. Sehr schön. Der kann einfach rein.
Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin anmerken, Chewbacca ist mir gerade in Hälfte leer gesprungen. Bringt aber nichts. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Schnellfeuer, Digga. Und er hat 100er Brezel. Das bestimmt nicht. Na gut, du zuerst. Hinter uns, glaube ich. Ja, hinter uns, Kylo! Ich habe nur die Steps gehört, Alter. Mein Gott, ist der Ding jetzt gerade gestorben oben auf dem Schiff der Boba. Unser eine Mate ist einfach auf Kader, Chewbacca, er steht einfach nur rum. Ja, der hat sich vorhin einfach in den Pfosten auf einmal gestellt. Die haben halt so viel bessere Blast auf der Range. Gib mir ein Ziel. Mate geht vor. Oh mein Gott. Müssen angreifen. Ich glaube, mit einem Headshot fast ganz Leben verloren. Ja. Links. Im Dodge. Digga, was hat der Boba für ein Aim eigentlich? Einen down, die Fotze. Ich mach jetzt hier oben die Kuppel hin, Digga. Kannst du uns immer auf den Sack gehen? Hinter uns! Vader gespawnt. Es ist so lächerlich, Digga. Also. Alle hier. Ja, und ich spawn hinter dir und wird jetzt auch sterben. Die Spawns absolut gerecht sind. Ich bin hinter dem gespawnt. Natürlich sind das keine Hits. Doppelkill. Wir haben andere Probleme mit uns. Eine Fotze tot. Andere Fotze ist auch was tot. Hab ihn. Vader. Kammelt der immer noch da hinten? Der ist nur am Blocken die ganze Zeit. Weiß ich, was ich nicht verstehe, wenn ich mit ihm blocken du, ich hab nie so viel Ausdauer wie der Typ gerade mit dir hat. Es gibt oben drauf noch eine Sternkappe, da wie schnell hat die Wack ist hier als Ding. Ich booste. Hab Boba. Sehr schön. Boba und Vader. Ich bin gedodged. Der wäre hoffentlich nicht geblockt. Da ist uns im Sprung gebucht. Das ist nicht gut. Der Boba hat ein Aim, das ist so lächerlich. Der trifft jeden Schuss.
über die Mitte wieder Wader. Ich werde. Wow. Ich werde nicht aus dem Würgegriff befreit beim Schlagen, Digga. Das ist so lächerlich. Sehr schön. Boba. Ich booste neu. Schon die Anwerker gerannt, Alter. Schau, wie viel Ausdauer der Zeit geweckt hat. Sehr fragwürdig. Ja, schon wieder. Er hat nicht mal geblockt. Beim Blocken meine ich. Ich hab nicht mal ansatzweise so viel Ausdauer, wenn ich mit den spiele. Er hat mich gewürgt, hat halt nicht getroffen, ich schieß weiter drauf. Schüsse machen keinen Schaden. Ist er wieder da. Er ist fast tot. Da ist wieder ein Sprung. Hingeflogen. Boah, bei so einem Hurensohn. Der geiert so hart, dieser Schwanzlutscher. Booster. Merkst richtig, wie der eine jetzt sagt, da kommt alle hinter, wir müssen jetzt aufpassen. Ja. Das merkst du sofort. Auf einmal hocken sie alle das da hinten. Ja. Ficken wir jetzt. Final Showdown. Ja, wie sie sich ganz entsorgen, schaust du an. Rechts rum aufpassen. Ich versuche es von rechts zu flanken. Ich kann uns an ihm vorbeibringen. Der, die hocken ganz oben auf dem Ding oben. Ein Steinfels oben. Waydog da immer noch oben. Und Boba auch. Boba ist fast tot. Ist tot. Boba ist tot. Der Hurensohn. Lappen. Lappen! Vor allem denken sie, sie hocken sich in so einen Spot rein und sterben trotzdem noch. Elendige Wichser, was das sind. Top 3, dennoch unser Team. Und Anakin hat über den ihr Boba geschafft, das überlegt ihr mal. Ja. Diese Hurensöhne. Ich hab wirklich gedacht, sie können schwitzen. Und abfangen. Der Verlauf war aber ziemlich interessant, wie auf einmal dann alle so Midgame alle zu Blaster gegriffen haben. Vor allem die vorige Runde war einfach total gefickert, dann auf einmal so. Ja, das war wirklich kompletter Blaster-Showdown. Von Berg aus runter auf die ihr fällt. Und das sind einfach zweimal Kylo und einmal Vader einfach random hinter uns gespawnt. Und dann vom Feld wieder den hoch am Ende. Der Vader-Spieler von dem war wahrscheinlich so: Leute, wir müssen hinter. Wir müssen jetzt zusammenspielen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben. Das ist auf jeden Fall Teil des Zusammenspiels.